über ganzheitliche Reinigung aus ayurvedischer Sicht sprechen, darf das Essen natürlich nicht fehlen. Denn im Ayurveda wird ja per se nicht gefastet, wenn wir reinigen wollen, sondern spezielle Lebensmittel nehmen wir dann zu uns. Ein ganz besonderes Gericht dabei ist das Khichdi oder Khichari. Das ist sozusagen das Essen für die Seele. Und das ist eigentlich ein ganz einfaches Gericht, was du relativ schnell für dich zu Hause mit den herkömmlichen Zutaten herstellen kannst. Und das Besondere daran ist, es ist eine Kombination aus Reis und Kichererbsen oder Bohnen mit speziellen Gewürzen, mit ein wenig Gemüse dabei. Und so hast du einfach eine wunderbare Kombination aus hochwertigen Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten. Und dein Magen-Darm-Trakt kann das besonders gut aufnehmen. Es ist leicht verdaulich und sehr, sehr nahrhaft. Und ich möchte das jetzt gern gemeinsam mit dir kochen. Für dieses Rezept brauchst du etwas Kokosöl, Pfeffer, Kreuzkümmel ganz oder gemahlen, frischen Kurkuma, alternativ auch als Pulver, Lorbeerblätter, Naturreis, Kichererbsen geschält, alternativ kannst du auch Mungbohnen verwenden und etwas Gemüse der Saison. Für die Variante nehmen wir jetzt Möhren und frische Wildkräuter. Als erstes erhitzen wir das Kokosöl in einem großen Topf und anschließend geben wir die zerkleinerten Gewürze dazu, dass diese in dem heißen Kokosöl schön angebraten werden. Dafür rührst du am besten die ganze Zeit ein wenig um. Und so kann sich das volle Aroma der Gewürze entfalten. Das wirst du auch relativ schnell riechen können. Und das machst du ein, zwei Minuten. Sobald die Gewürze ihren Geruch entfalten, gibst du noch zwei Lorbeerblätter dazu, rührst das auch noch einmal um. Und als nächsten Schritt gibst du dann den Naturreis dazu, sowie die Kichererbsen oder alternativ die Mungbohnen. Und rührst das Ganze gut um, dass diese mit den Kräutern, mit dem Kokosöl schön vermengt werden. Wir geben jetzt das warme Wasser dazu und lassen das Ganze einmal kurz aufkochen. Und wenn es einmal aufgekocht ist, gehen wir auf eine niedrige Temperatur und lassen das Ganze 20 Minuten vor sich hin köcheln. Während das Khichdi jetzt vor sich hin köchelt, kannst du schon mal das Gemüse vorbereiten. Schäl die zwei Karotten und schneide sie dann in kleine, mundgerechte Scheibchen. Und wenn deine Reis-Kichererbsen-Mischung 20 bis 25 Minuten gekocht hat, kannst du das Gemüse dazugeben, dass das einfach in den Topf gerade mitgegart wird. Bevor dein Khichdi fertig ist, kannst du dann noch frische Kräuter dazugeben oder junges Frühlingsgemüse. Das gibt einfach nochmal einen wunderbaren Geschmack und natürlich haben diese Kräuter oder dieses frische Gemüse, was du jetzt auf dem Markt bekommst, ganz, ganz tolle Eigenschaften, die dir bei der Entgiftung helfen, denn sie sind sehr zusammenziehend und haben ganz viele Vitamine. Nimm deine gewaschene Auswahl und zerkleine sie gut, dass du sie anschließend für die letzten paar Minuten mit in dein Khichdi geben kannst. Es reicht, wenn du diese grob klein schneidest oder zerhackst. Jetzt sollte dein Khichdi gut durchgezogen sein, dass wirklich der Reis und die Bohnen oder Kichererbsen die Flüssigkeit gut aufgesogen haben und gequollen sind. Und nun kannst du für die letzten paar Minuten noch deine frischen Kräuter dazugeben. Rühr die Kräuter oder dein frisches Gemüse gut unter und dann lass das Ganze nochmal 2 bis 3 Minuten ziehen. Und fertig ist dein Khichdi, dein Detox-Gericht. Du kannst das natürlich über das ganze Jahr zwischendurch immer einsetzen und mit dem Gemüse, was du verwendest, saisonal variieren. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen guten Appetit damit.